Es ist wieder soweit. Alle 4 Jahre wählen wir unseren Bundestag. Aber was passiert eigentlich hinter den Kulissen der Wahl? Bundestagswahl Backstage. Heute werden wir sehen, dass auch im Wahlkampf eins nicht schadet. Übung, Übung, Übung. Dafür werfen wir einen Blick in die Wahlkampfzentrale der CDU. Das Konrad-Adenauer-Haus in Berlin, das Mutterschiff der CDU. Konrad Clemens ist eigentlich Bundesgeschäftsführer der Jungen Union. Für den Wahlkampf hat er seine Arbeitsstätte hierher verlegt. Konrad Clemens nimmt uns mit in die extra für den Wahlkampf eingerichtete Zentrale. In entspannter Start-up-Atmosphäre sitzen hier 10 Mitarbeiter, um den Wahlkampf der Partei digital zu vernetzen. Unter dem Schlagwort Connect 17 koordinieren sie freiwillige Wahlkampfhelfer in ganz Deutschland. Ist digital das neue Analog? Ja, beides ist wichtig. Also wir haben eine Internetseite, auf der die Unterstützer registriert werden. Wir haben eine App, die Unterstützer nutzen können im Wahlkampf. Aber wir setzen auch auf den direkten Kontakt Mensch zu Mensch, also ganz analog an der Haustür. So bleibt das Herzstück der digitalen Offensive ganz bodenständig der klassische Tür-zu-Tür-Wahlkampf. Und damit der wie geschnitten Brot läuft, kann man ihn in der Wahlkampfzentrale sogar trainieren. Tür-zu-Tür-Wahlkampf kann eigentlich jeder, aber nicht jeder traut sich sofort. Und deswegen haben wir hier auch mitten ins Büro so ein Holzhaus gesetzt mit einer digitalen Trainingstür. Also wenn man da aufmacht, dann kann man ein Bürgergespräch simulieren und das soll ein bisschen die Hemmschwelle senken. Das wollen wir natürlich sehen. Ja, hier haben wir unsere Trainingstür. Wir klopfen mal und sehen, dass sich da eine Bürgerin verbirgt. Und wir führen also ein Haustürgespräch und sagen also, am 24. September ist Bundestagswahl. Sie können dort die CDU wählen und wir würden Sie gern von der CDU überzeugen. Ja, das finde ich ja ganz toll. Oh, ich bin eine CDU-Wählerin durch und durch. Und die Frau Merkel, das ist ja eine so tolle Frau. Ich bewundere die total. Ist ja ganz nett. Geht das auch härter? Ja, also es gibt auch Bürger, die einen ein bisschen mehr herausfordern. Wir nehmen mal hier ein Beispiel. Und da sieht man schon, dass es vielleicht nicht so ein ganz so angenehmes Gespräch wird. Aber auch hier versucht man natürlich zu sagen, also am 24.09. ist Bundestagswahl, wird sie gern von der CDU überzeugen. Also Sie sehen, es ist dann hier doch etwas schwieriger. Man macht dann nochmal einen Anlauf, hat ein paar Argumente natürlich dabei und versucht, den Bürger zu überzeugen. Jetzt sagen wir mal, es funktioniert nicht so gut. Dann gibt es noch mal eine Eskalationsstufe. Und Sie gehen jetzt. Ja, und dann wird man eben gesagt, dass man dann die Tür verlassen sollte. Und da ist dann auch verschwinden Sie, sonst hole ich die Polizei. Ist dann auch nichts mehr zu retten. Und so ist die virtuelle Tür. Wie es mit den realen Türen aussieht im Tür-zu-Tür-Wahlkampf, gucken wir uns das nächste Mal an. Das wird knallhart.